Der König der Zeit. Einst lebten in einem fernen Dorf zwei Brüder, die verschiedener nicht sein konnten. Der ältere der beiden, Jaro, war sehr reich, doch böse im Herzen. Gold war für ihn das Wichtigste auf der Welt. Der jüngere, mit dem Namen Marek, war dagegen sehr arm. Es kam nicht selten vor, dass er und seine Familie nichts zu essen hatten und hungern mussten. Es gab jedoch niemanden im Dorf, der so ehrlich und rechtschaffen war wie er. Eines Tages, als Marek und seine Familie der Hunger entsetzlich plagte, sah er keinen anderen Ausweg, als seinen älteren Bruder Jaro um ein Almosen und ein Stück Brot zu bitten. Er bat und bettelte, doch alle Hoffnung war vergebens. »Wie unverfroren von dir! Wie kommst du auf die dumme Idee, ich solle dich und deine nichtsnutzige Familie ernähren? Fort mit dir!« raunzte Jaro ihn an und warf seinen jüngeren Bruder hinaus. Was sollte Marek jetzt machen? An wen sollte er sich wenden? Er war bereits ganz schwach vor Hunger. Durch seine abgewetzten Kleider fuhr der Wind und ließ ihn frieren. Heimgehen wollte er nicht, zu sehr schämte er sich. Der verzweifelte Marek ging also in den Wald. Unter einem Baum fand er wilde Äpfel. Die waren sauer, wie Zitronen. Dennoch verschlang er sie gierig. Zwar knurrte sein Magen nun weniger, doch zitterte er am ganzen Körper, so kalt war ihm. Ein eisiger Wind pfiff durch die Bäume des Waldes. »Oh je!« »Was mache ich denn nur? Daheim habe ich weder Speisen noch einen wärmenden Kamin. Zu meinem Bruder kann ich nicht gehen, der hat mich fortgejagt«, erklang sein Wehklagen. Da fiel ihm eine alte Sage ein, von der man sich erzählte. Die Legende von einem lodernden Feuer auf dem Glasberge, das immer brennen würde. »Dort will ich hingehen«, entschloss er sich. »Ich weiß weder ein noch aus. Vielleicht erlaubt man mir wenigstens, dass ich mich dort aufwärme.« So machte er sich auf den Weg. Bereits aus der Ferne sah er riesige Flammen auf dem Glasberge sich gen Himmel recken. Mit einem Mal erblickte er 12 Männer um das Feuer sitzen und hielt inne. Er konnte nicht sagen, ob sie ihm gut oder böse gesonnen waren. »Ach, Unsinn! Was bringt es, sich zu fürchten? Ich habe nichts bei mir, nur meine Kleider am Leib, und nicht einmal Räuber würden die haben wollen, so zerschlissen, wie sie sind. Der liebe Gott dort oben wird schon auf mich aufpassen.« Auf diese Art sich Mut zusprechend ging Marek tapfer auf das Feuer zu, trat auf die Lichtung und verbeugte sich höflich. Schließlich gehörte sich das so. »Guten Abend, werte Fremde! Sagt, habt ihr noch einen Platz frei an eurem wärmenden Feuer? Ich bin ein armer Mann, ich habe nicht einmal ein Feuer und mir ist so furchtbar kalt. Habt ihr Erbarmen mit mir?« So angesprochen, blickten die Männer ihn für eine Weile schweigend an, bevor schließlich einer von ihnen zu sprechen anhob. Es war ein freundlich dreinblickender Mann mit langem, schwarzem Haar.
Natürlich, mein Sohn. Komm, setz dich zu uns ans Feuer und vertreibe die eisige Kälte aus deinen Gliedern. Froh, willkommen zu sein, setzte sich der junge Marek dankbar ans Feuer und bald schon fühlte er die Wärme durch seine Knochen ziehen. Er blickte sich um, doch die Männer blieben weiterhin stumm. Kein Wort fiel. Da fehlte ihm der Mut, sie erneut anzusprechen. Plötzlich jedoch standen alle 12 Männer auf und wechselten reihum den Platz, bevor sie sich wieder setzten. Dann standen sie erneut auf und wechselten den Platz, erneut reihum und vollkommen wortlos. Verdutzt beobachtete Marek das Schauspiel, das sich insgesamt 12 Mal wiederholte, bis jeder wieder an demselben Platz saß, wie zu dem Zeitpunkt, als der jüngere Bruder sich zu ihnen gesellt hatte. Auf einmal zischte es im Feuer. Ein alter, kahlköpfiger Mann mit weißem, wallendem Bart erschien mitten in den Flammen und sprach ihn an. »Mein lieber armer Mann, vergeude doch nicht dein Leben. Gehe heim zu deiner Familie, sei fleißig und sorge dafür, dass es den Deinen gut geht. Nimm von der Kohle aus diesem Feuer. Nur zu, wir würden sie ohnehin verbrauchen.« Mit diesen Worten verschwand der Alte wieder in den Flammen. Die 12 Männer erhoben sich sogleich, nahmen einen Sack und füllten ihn mit Kohle. Dann legten sie diesen auf Mareks Schultern und schickten ihn heim zu seiner Familie. Während des Rückwegs befürchtete er fast, die Kohlen würden ihm ein Loch in den Leinensack brennen. Doch er konnte keine Hitze fühlen und seltsamerweise trug sich der Sack, als wäre er voller Federn, so leicht. Freudig lief er zu seiner Familie, bei dem Gedanken, dass er ihnen nun wenigstens eine warme Hütte bieten könnte. Zu Hause angekommen, schüttelte Marek die Kohlen neben den Herd. Doch was war das? Wie durch ein Wunder verwandelte sich jedes Kohlenstück, ja jeder Funke, sofort in ein Goldstück. Wie konnte das möglich sein? Der jüngere Bruder traute seinen Augen nicht und konnte sein Glück nicht fassen. All dieser Reichtum sollte nun ihm und seiner Familie gehören? Er dachte an die Fremden am Feuer und dankte ihnen von ganzem Herzen, dass sie ihn aus der Not erlösten. Mit einem Male hatte er so viel Gold, er wusste kaum noch, wohin damit. Um zu messen, wie viel er denn nun hatte, schickte er seine Frau zu seinem älteren Bruder Jaro, sich einen Scheffel von ihm zu leihen. Doch dieser lachte sie nur aus. »Dieser arme Schlucker, was will er denn damit messen? Staub?« Seine Frau antwortete ihm rasch. »Ein Nachbar schuldete uns noch etwas Weizen. Diesen hat er uns nun gebracht. Daher wollen wir messen, ob es auch die richtige Menge ist.« Jaro willigte ein. Doch da er ihr nicht glaubte und wissen wollte, was sie denn wirklich messen würden, bestrich er den Boden des Scheffels mit Pech, bevor er ihn der Frau seines Bruders lieh. Marek nahm den Scheffel und maß das Gold. Es schien kein Ende zu nehmen. Als er schließlich damit fertig war, brachte er Jaro den Scheffel zurück. Leider hatte er sich den Scheffel nicht genauer angesehen. Deshalb hatte Marek nicht bemerkt, dass am Boden des Gefäßes ein Goldstück im Pech festklebte. Als Jaro das Goldstück erblickte, bezichtigte er seinen jüngeren Bruder, ein Räuber zu sein. Wie sonst könnte er an Goldstücke kommen? Er schrie ihn an und drohte, ihn der Justiz zu übergeben. Wenn er ihm nicht auf der Stelle verraten würde, woher er das Gold habe. Marek wusste nicht mehr ein noch aus. Was sollte er nur tun? Ihm blieb nichts anderes übrig. Also erzählte er seinem älteren Bruder alles. Vom Glasberge, dem Feuer und was er dort erlebt hatte. Listig war der Ältere, listig und gierig.
Obwohl Jaro alles hatte und sogar mehr Gold, als er für ein gutes Leben brauchte, beneidete er seinen jüngeren Bruder dennoch um dessen Glück. Marek kaufte sich einen schönen Hof mit grünen Weiden und großer Herde. Seine Familie und er arbeiteten fleißig und waren überall geachtete Menschen. Der ältere Bruder jedoch verging vor Neid. Des Nachts bekam Jaro kein Auge mehr zu. Da entschloss er sich, selbst auf den Glasberg zu gehen. »Was meinem kleinen Bruder gelingt, wird auch mir sicher gelingen«, dachte er. So verließ er sein Haus in tiefer Nacht und trat den Weg in den Wald an. Alles war so, wie Marek ihm berichtet hatte. Das Feuer brannte und 12 Männer saßen auf der Lichtung. Jaro trat zu ihnen und sprach sie an. »Seid gegrüßt, ihr Fremden. Mich friert so furchtbar. Ich kann mich kaum noch rühren. Bitte seid so lieb und gestattet mir, mich an eurem Feuer zu wärmen.« Nach einem Moment des Schweigens erhob sich einer der Männer und antwortete ihm: »Mein Sohn, du sprichst nicht die Wahrheit. Das Leben meinte es bisher gut mit dir. Du hast mehr Hab und Gut, als du selbst brauchst, und dennoch bist du ein geiziger und schlechter Mensch. Du hast uns belogen und sollst nun dafür bestraft werden.« Starr vor Schreck wusste Jaro nicht, was er erwidern sollte. Ängstlich beobachtete er, wie ein Mann nach dem anderen aufstand und reihum den Platz wechselte. Wieder und wieder. Bevor er sich noch fragen konnte, was da gerade geschah, hatten die Männer das 12. Mal Platz genommen. Da zischte es in den Flammen und der alte Mann mit weißem Bart stand mitten im Feuer. Er sah dem reichen Bruder tief in die Augen und erhob seine Stimme. »Dein Bruder ist ein rechtschaffener Mann mit Güte in seinem Herzen. Deshalb haben wir ihn reich beschenkt. Du aber bist ein schlechter Mensch mit Boshaftigkeit in deinem Herzen. Und schlechten Menschen soll es schlecht ergehen. Aus diesem Grund wird dich nun meine Strafe ereilen.« Mit diesen Worten richteten sich die 12 Männer auf und umschritten Jaro. Dann packte ihn einer der Männer, schlug ihn und reichte ihn dem Nächsten. Dieser schlug ihn ebenfalls und reichte ihn dem Dritten. So ging es weiter bis zum letzten Mann. Dieser packte den reichen Jaro und übergab ihn dem Alten. Mit einem Zischen verschwanden beide in den Flammen. Am nächsten Tag und den Tagen darauf blieb er verschwunden, so sehr die Menschen im Dorf auch nach ihm suchten. Marek, der jüngere Bruder, hatte eine Ahnung, was auf dem Glasberge geschehen sein mochte. Doch er hüllte sich in Schweigen.